Deutschland spricht viel und gern über die Wall Street. Aktuell über den Film, den neuen Film mit Michael Douglas. Aber es gibt einen zweiten Film über die Wall Street. Endstation Parkett heißt er und gemacht wurde er von Markus Koch. Viele kennen ihn als NTV Wall Street Reporter. Markus, wie kamst du auf die Idee, diesen Film jetzt genau im Jahre 2010 zu drehen? Ja, nach 15 Jahren auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse sieht man natürlich, wie sich die Welt des Tradings verändert hat. Früher war der Parketthandel im Prinzip das Nonplusultra. Die Jungs haben da unten Geld verdient ohne Ende. Es war Action angesagt und man hat da als Reporter fast nichts zu verlieren gehabt. Ja, mittlerweile ist man fast der Einzige, der noch da unten steht. Und das war im Prinzip der Aufhänger, mal die menschliche Seite zu zeigen. Was passiert eigentlich mit diesen Tradern im Zeitalter der Computerisierung? Wie gehen diese Trader mit der Veränderung um? Adaptieren die im Prinzip die Technologie, die kommt? Wird die Technologie aufgenommen? Und wenn nicht, wo arbeiten diese Menschen heute eigentlich? Das ist genau die Frage. Man hört ja positive Geschichten. Der eine wird Eisverkäufer und sagt, ich bin glücklicher denn je hier in Downtown, wo auch immer in Manhattan. Andere sind abgestürzt. Was ist dein Eindruck? Was überwiegt die, die es geschafft haben oder die wirklich abgestürzt sind? Endstation Parkett, so heißt übrigens auch die Webseite mit DE am Ende logischerweise. So viel Zeit muss sein, genau. Zeit muss sein, nicht wahr? Mehr Infos dort. Ja. Basiert in erster Linie auf den Terminhandel in Chicago. Und was man hier wissen muss, ist, dass die Mehrheit der Trader, die dort arbeiten im Parketthandel, handeln mit ihrem eigenen Geld. Das ist eine sehr skurrile Welt. Diese Jungs sind teilweise wirklich sehr, sehr durchgeknallt. Sehr abgebrochene Charaktere auch, die entweder sehr reich geworden sind, aber auch durch das Traden durchaus sehr arm geworden sind. Und im Prinzip mal zu zeigen, wie diese Menschen leben, wie diese Menschen drauf sind und wie auch die Computertrader heute aussehen. Wenn man diese beiden Menschen mal gegenüberstellt, der Parketthändler, sehr physisch, sehr laut, da ging es vor allen Dingen darauf an, sich durchzusetzen. Und der Computertrader, der nur noch an seinem Computer sitzt und im Prinzip mit dem Finger Knöpfchen drückt, das sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Die Jungs in Chicago auf dem Parkett haben sehr wenig Ausbildung genossen. Die Jungs, die am Computer sitzen und da traden, sind oftmals Physiker, Mathematiker, also wirklich die Geeks sozusagen. Und diese beiden Welten mal gegenüberzustellen und das der Öffentlichkeit zu zeigen, ist, glaube ich, eine echte Besonderheit. Ich hatte gerade eben die Gelegenheit, liebe Zuschauer, kurz in diesen Film schon vorab reinzuschauen. Es sind da, wie du auch sagst, ein paar ganz durchgeknallte Typen zu sehen. Wie bist du überhaupt an diese Leute gekommen? Nun, der Regisseur James Allen Smith hat vor ungefähr 6 Jahren angefangen zu recherchieren. Und was sehr wichtig ist auf dem Parkett, das kann auch jeder nachvollziehen, der an der Börse arbeitet, sind die persönlichen Kontakte. Man muss das Vertrauen gewinnen dieser Leute um den Zugang zu bekommen zu dieser sehr doch verschlossenen Szene. Das ist James Allen Smith hervorragend gelungen. Und wenn man sich die Charaktere anschaut, Mike Walsh, der Großwildjäger, der in seiner Wohnung Nashörner und Löwen stehen hat, bis hin zu, Riva, der im Prinzip als Alkoholiker vor der Kamera sitzt, wirklich viel Geld verdient hat, aber ein in sich gebrochener Mensch ist. Also die Charaktere, die da rausgesucht wurden, waren wirklich super. Ganz kurz noch zum Schluss. Wie sieht New York, wie sieht Chicago im Herbst 2010 aus? Sind die Daumen eher nach oben gerichtet, typisch amerikanisch optimistisch? Oder ist man doch kritisch in Sachen Double Dip? Nun, ich glaube, dass ein Double Dip nach wie vor nicht auszuschließen ist. Wir erleben eine Konjunkturerholung ohne eine Partizipierung am Arbeitsmarkt. Und das ist auf Dauer gesehen natürlich nicht unbedingt gesund. Unterm Strich gesehen sind Aktien im Vergleich zum Anleihen nach wie vor attraktiv. Die Dividendenrendite wird immer wichtiger. Und ich glaube, dass der Aufwärtstrend am Aktienmarkt anhält. Aber wir müssen die Performance-Erwartung zurückschrauben. 5-6% im Jahr sind drin. Mehr glaube ich nicht. Und ansonsten, Schaukelbörse ausnutzen. Um damit Geld zu verdienen. Ich glaube, das wird vielen Anlegern, auch gerade vielen Privatanlegern, die nicht im Trading-Bereich tätig sind, schwerfallen. Um das Ganze jetzt rund zu machen, viele sagen, ich würde mir den Film gerne angucken. Ich glaube, ihr geht auf Tour in den nächsten Tagen und Wochen durch Deutschland? Das ist, glaube ich, auch das Einzigartige, eine Finanzdokumentation, die in die Kinos geht. Wir werden selektiv Veranstaltungen haben, bei denen ich dabei bin. Der Regisseur wird mit dabei sein, angefangen in Düsseldorf, Berlin. Wir sind in Stuttgart natürlich, wir sind in München, in Zürich, wir werden auch in Wien sein. Sehr wenige Events, es werden insgesamt so etwa 10 Veranstaltungen sein. Und los geht's im Prinzip Anfang November. Das sagt Markus Koch, der Macher des Films Endstation Parkett. Wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg für diesen Film, nicht nur hier in Deutschland. Danke, Markus. Danke.